hast gerade gegründet oder überlegst, dich selbstständig zu machen und fragst dich, welche Steuern auf dich zukommen? Nun, da werde ich dir einen kleinen Überblick geben, was alles auf dich in welcher Reihenfolge zukommt und wie du dich gut vorbereiten kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und jedes Jahr begleiten wir mehrere hundert Menschen dabei, sich selbstständig zu machen oder sogar später auch ihr Unternehmen zu verkaufen. Und ein Thema, das taucht immer irgendwann auf, nämlich das Thema der Steuern. Und gut ist, wenn du hier weißt, was auf dich zukommt. Gut ist, wenn du weißt, wie du dich vorbereiten kannst. Und gut ist, wenn du deine Pläne, deine Finanzströme so organisierst, dass du auch nicht zu viel, sondern nur das Maß an Steuern bezahlst, was auch rechtmäßig ist. Die erste wichtige Steuer, die auf dich zukommt, das ist die Umsatzsteuer. Das bedeutet, dass du deine Preise in Rechnung stellst als Nettobeträge, aber der Staat davon profitieren will, indem er 7 oder 19% Umsatzsteuer von dir aufgeschlagen will. Und deine Aufgabe ist es, am Anfang festzulegen, ob du deine Leistung mit 19% oder ohne 19% in den Markt bringen willst. Du hast also die Möglichkeit auszuwählen, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst. Die häufigsten drei Fälle sind, dass du entweder befreit bist nach § 19, dann bist du ein sogenannter Kleinunternehmer, oder du bist befreit nach anderen Gründen, § 4, zum Beispiel als Bildungsträger oder bestimmte Freiberufe, die sind dann befreit, wie beispielsweise die Hebamme von der Umsatzsteuer. Es kann aber auch sein, dass du dich bewusst für die Regelbesteuerung entscheidest, also 7 oder 19% aufschlägst, wenn du zum Beispiel viele Investitionen hast und du ja dann auch die entsprechende Vorsteuer, die du bezahlt hast, zurückerstattet bekommst im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung. Wenn du den genauen Unterschied erfahren willst zwischen Umsatzsteuer, zwischen Vorsteuer und Mehrwertsteuer, dann haben wir ein anderes Video hier im Kanal für dich bereitgelegt. Ansonsten ist die nächste Steuer, die auf dich zukommt, die Gewerbesteuer. Aber der Name sagte schon, das betrifft dich nur erstens, wenn du Gewerbetreibender bist, und zweitens, wenn deine Gewinne auch höher sind als 24.500 Euro im Jahr. Bei der Gewerbesteuer gibt es keinen ganz genauen Satz, den ich dir sagen könnte. Warum? Weil jede Kommune selbst festlegt, wie hoch die Gewerbesteuer ausfällt durch die Bestimmung des Gewerbesteuerhebesatzes. Und den findest du, wenn du googelst und deine Gemeinde und Gewerbesteuerhebesatz eingibst, dann im Internet. Die dritte Steuer, die auf dich zukommen kann, fällt dann an, wenn du eine Kapitalgesellschaft gründest, also eine UG, eine Unternehmergesellschaft, oder eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Beides sind Kapitalgesellschaften, eigenständige juristische Personen und unterliegen dann der Körperschaftssteuer und die beträgt in der Regel 15%. Zusätzlich fällt zurzeit noch der Solidaritätszuschlag in der Höhe von 5,5% an und wird, wenn du eine Kapitalgesellschaft hast, auch noch als Steuer erhoben. Eine weitere wichtige Steuer fällt dann an, wenn du als Gesellschafter entscheidest, die Gewinne aus deiner juristischen Person GmbH oder UG zu nehmen. Dann fällt die sogenannte Abgeltungssteuer an und beträgt zurzeit 25%. Wenn du also über deine Kapitalgesellschaft und nicht über ein Einzelunternehmen die Gewinne aus der Kapitalgesellschaft entnimmst, dann unterliegst du einem Spitzensteuersatz bis zu 48,33%. Bist du aber Einzelunternehmer oder beziehst zusätzlich noch als Geschäftsführer Lohne oder Gehälter, dann unterliegst du der Einkommensteuer, die auch im Spitzensatz inklusive Solidaritätszuschlag und Krüchensteuer ebenfalls bis 48% gehen kann. Du siehst also, unterm Strich nimmt sich das nicht so viel, ob du als Einzelunternehmer Einkünfte hast, als Angestellter oder Erträge hast aus einer Kapitalgesellschaft. Das viel Wichtige ist aber nicht nur zu wissen, wie die Steuersätze sind, sondern viel wichtiger ist, dich vorzubereiten, um die Meldevorschriften einzuhalten. Also einfache oder doppelte Buchführung, dass du die entsprechenden Fristen weißt und dass du auch dir ein Kontensystem anlegst, wo du Rücklagen zurücklegst. Solltest du dabei Fragen haben und Unterstützung wünschen, so kannst du jetzt gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Diesen Kanal natürlich abonnieren und uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, auch im Umgang mit dem Steuersystem. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50 bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.